Hi, ich bin's, Sebastian, und heute zeige ich euch einfach mal, wie man platzsparend seinen Koffer packt, wenn es auf Geschäftsreise geht. Den Anfang machen zumindest bei mir immer die Schuhe und die packe ich zu den Rollen hin. Das hat einfach damit zu tun, dass die Schuhe in der Regel das Schwerste sind, was ich mit an Bord habe. Und damit das dann nicht auf meine frisch zusammengelegten und zusammengefalteten Klamotten drückt, einfach Richtung Rolle. Zweiter Trick, den ich euch wärmstens empfehlen kann, nutzt den Platz aus, den eure Schuhe bieten. Das heißt, steckt eure Socken zum Beispiel rein, angenehmer Nebeneffekt, das ist wie eine Art Schuhspanne. So, den nächsten Tipp, den ich für euch habe, sind die Unterhosen. Die rollt ihr am besten, das ist wiederum sehr platzsparend und ihr könnt es direkt in die Ecken quetschen, in die ihr es haben wollt. Und weil das mit den Unterhosen so gut geklappt hat, fahre ich mit den T-Shirts in der gleichen Art und Weise fort und rolle sie, lege sie dann nebeneinander in den Koffer. Das hat vor allem den Vorteil, dass ich ganz genau sehe, wo ist welches T-Shirt und ich muss nicht lange danach suchen, wenn ich es brauche. So, 4 T-Shirts drin, noch jede Menge Platz, den werde ich jetzt füllen. Kommen wir nun zu den Hosen. Bevor ich die Hosen nun zuklappe, werde ich jetzt hier meine Hemden reinlegen. Das macht doppelt Sinn. Erstens wieder Platz gespart und zum Zweiten wird auch hier darauf geachtet, dass sie nicht zu sehr verknickt werden. Fehlt eigentlich nur noch die Königsdisziplin, das Sakko. Als allererstes klappt ihr mal den Kragen nach oben und dann stülpt ihr diese Seite von eurem Ärmel einfach nach innen und haltet es quasi an der inneren Schulter fest. Parallel dazu haltet ihr mit eurer rechten Hand die äußere Schulter fest, um die jetzt hier reinzustülpen. Dann zieht ihr das Sakko nochmal gerade, legt es so übereinander, nochmal schön glattstreifen und in den bis hierher perfekt gepackten Koffer reinlegen. Jetzt fehlen eigentlich nur noch ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel mein Gürtel. Und da gibt es einen ganz besonders schönen Trick, den zeige ich euch jetzt mal. Und ich glaube, das erklärt sich von selbst. Das war's im Prinzip. Wer so eine Klappe nicht an seinem Koffer hat, der kann natürlich auch das altbewährte Handtuch nehmen und dann ist wirklich alles geschützt und kommt so an, wie es ankommen soll. Okay, und wer genau aufgepasst hat, der erinnert sich, ich habe ja auf meiner anderen Seite noch ordentlich Platz. Den nutze ich jetzt dafür, dass ich meinen Kulturbeutel genau da reinstecke. Hier ist jetzt alles drin, was ich beim Security-Check nicht rausholen muss, beziehungsweise was erlaubt ist. Perfekt gepackt ist mein Koffer jetzt auf alle Fälle und alles, was ich vorzeigen muss beim Security Check, das ist hier in meinem Travel Kit, das kommt jetzt in meinen Rucksack oder vorne in den Koffer rein oder wenn ich Lust habe, in meine Handtasche. So viel also zum Thema platzsparendes Packen und natürlich darauf achten, dass alles knitterfrei ankommt. Falls ihr noch irgendwelche Tipps für mich habt oder andere Dinge wisst, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare, lasst mir gerne ein Like da. Ich muss nämlich jetzt los, sonst verpasse ich meinen Flieger. Thank you.